Er galt als Saubermann, als geldbeutelfreundlich, als die Lösung für die strengen Auflagen der Emissionsgrenzen. Der Diesel. Bis ihm ein Datum und zwei Buchstaben zum Verhängnis wurden. VW, der 18. September 2015, das war das Datum, an dem Dieselgate erstmals in die Medien kam. Der König der Antriebe. Ist er schachmatt gesetzt oder erholt sich sein Image wieder? Und was würde passieren, wenn man den Diesel ganz vom Schachbrett nimmt? Wir von Motodialog machen uns auf die Suche nach Antworten. Rund 35 Millionen Tonnen Diesel. So viel verfahren wir Deutschen pro Jahr auf unseren Straßen. Ich würde nämlich gerne mal in eine Raffinerie gehen, um mir mal anzugucken, was Diesel eigentlich ist. Startpunkt, nicht nur für unsere Reportage, sondern auch für den Diesel selbst, ist Gelsenkirchen. Denn in einer der größten Raffinerien Deutschlands entsteht aus Rohöl Diesel. Und genau das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Knapp 300 Kilometer weiter nördlich ist der Ursprung dieser gigantischen Pipeline, nämlich in Wilhelmshaven. Von dort aus wird eine Menge Rohöl hierher nach Gelsenkirchen gepumpt, um dann hier in der BP-Raffinerie zu Diesel verarbeitet zu werden. Genau genommen 4,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Und auch wenn ich Mathe nicht sonderlich mochte, jetzt gibt es noch eine Zahl, nämlich rund 34 Millionen Tonnen. Genau so viel Diesel verfahren wir Deutschen pro Jahr auf den Straßen. Ja, und von einem Hassfach zum nächsten, für mich gibt es jetzt eine Chemiestunde. Aber ich glaube, das wird die erste Chemiestunde, die mir Spaß macht. Denn ich lasse mir heute mal zeigen, wie man eigentlich Diesel herstellt. So, immer den Rohren nach. Und während ich mich im Chemieunterricht in der letzten Reihe versteckt habe, hat sich diese Frau hier neben mir bestimmt in die erste Reihe gesetzt und auch immer schön gemeldet. Karin Heise, Sie sind hier im BP-Raffineriewerk im Bereich Produktionsplanung tätig. Ja. Das heißt, Sie sehen auch hier jeden Tag, was reinkommt und was rausgeht an Rohöl und am Ende Diesel, richtig? Zumindest ist die Rohrleitung, durch das das Ganze geht, ja. Sehr gut. Was passiert denn ganz genau konkret, wenn man dieses Rohöl nimmt und dann Diesel haben möchte? Was passiert hier in diesem Werk mit dem Rohöl? Also wir nehmen die einzelnen Rohölschnitte, also die Mitteldestillate, aus denen machen wir zum Schluss Diesel. Die enthalten Stickstoff, Schwefel, andere Verunreinigungen und die müssen dann zum Beispiel in Entschwefelungsanlagen herausgeholt werden. Da wird mit einem Katalysator, ich sag mal, der Schwefel abgeschlagen, Wasserstoff dran, fertig. Wenn Sie sagen, es kommt noch Wasserstoff rein und das eine kommt raus und fertig ist das Ganze, dann fragt man sich doch immer, wenn man an der Tankstelle steht, da steht dann öfter mal dran Premium-Diesel. Ist das denn wirklich Premium? Was macht denn da den qualitativen Unterschied aus, wenn das Grundprodukt ja eigentlich relativ einfach und offensichtlich hergestellt wird? Es gibt ja verschiedene Arten von Diesel, also zumindest wenn Sie an unsere Tankstellen gehen, da sehen Sie, haben wir ein normales Diesel und ein Premium-Diesel, das Ultimate. Das Ultimate ist wesentlich kürzer geschnitten, sagen Fachleute jetzt. Also es sind nur sehr... Und was sagt man Laien, wenn man sagt kürzer geschnitten? Ja, was bedeutet das? Das Rohöl zerlegt man in verschiedene Stoffe. Es wird destilliert. Das Leichte am Kopf der Kolonne. Die meisten haben das im Chemieunterricht irgendwann mal gemacht. Und immer tiefer zum Schluss bleibt, wir können uns das nachher gerne mal angucken, so ein schwarzes Zeug unten übrig, was wie gesagt in Kreckanlagen dann weiterverarbeitet wird. Und diese verschiedenen Fraktionen. Diesel ist ungefähr zwischen 240 und ich sag mal 390 Grad ist normaler Diesel. Alles, was in diesem Bereich siedet, ist Diesel. Und Premium-Diesel hört so bei 345 Grad auf. Dann schauen wir uns mal an, was im Diesel alles drin steckt, würde ich sagen. Dann zeige ich Ihnen das mal. Wir haben hier so ein paar Fläschchen. Also, das ist ein Rohöl, wie wir es hier verarbeiten. Man sieht, dunkel und ja. Dann wird das destilliert in der Rohldestillation und verschiedene Fraktionen. Das ist zum Beispiel ein Kerosin. Ein Heavy-Kerosin? Ja, das ist ein schweres Kerosin in der Siedelage von 200 bis 232 Grad Celsius. In diesem Bereich siedet
dieser Stoff. Das heißt, das ist dann für später mal für Flugzeuge gedacht? Da kann man Jet draus machen. Man kann es aber auch als Komponente benutzen, um es zum Beispiel zusammen mit diesem hier, ein Mittelöl, Siedelage 260 bis 290 Grad Celsius, das hat dann schon ein bisschen Farbe. Beide müssen noch entschwefelt werden und aus diesen werden dann unsere Fertigprodukte. Das ist der Diesel, der normale Standarddiesel an der Tankstelle mit 7%, deswegen B7 Bioanteil, vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Und dann haben wir noch das Premium-Diesel, von dem Sie vorhin schon sprachen. Premium-Diesel ist bei BP das Ultimate, ohne RME-Anteil und fast wasserklar. Und ja. Ist auf jeden Fall eine Menge, was hier alles zu einem Diesel dazu gehört, wie ich sehe. Und ich sehe gerade auch schon in diesen ganzen Bezeichnungen, ich habe wirklich wahnsinnig viel vergessen vom Chemieunterricht. So, dann schließe ich hier mal den Schrank. Das ist auch das Einzige, was ich im Chemieunterricht konnte, den Schrank wieder schließen. Der Diesel ist also ein echtes Hightech-Produkt. Was passiert aber bei der Verbrennung im Motor? Es entstehen zum Beispiel Stickoxide, die sogenannten NOXe. Um sie dreht sich alles seit ein paar Monaten. Und ein weiteres Wort ist seither noch in aller Munde. AdBlue wird zusätzlich eingespritzt, um die Stickoxide aus dem Dieselabgas rauszukriegen. Machen das nicht hier die in Ludwigshafen, die BASF? Du sagst es. Mhm. BASF. Was ist das denn? Ich komme hier aus der Region. Ja. In Ludwigshafen ist die BASF. Und die BASF stellt, das habe ich jedenfalls rausgefunden, AdBlue her. Was sich dahinter verbirgt, bespreche ich jetzt mit Daniel Klause. Er ist bei der BASF Business Manager AdBlue und weiß alles darüber, hoffentlich. Herr Klause, guten Tag. Willkommen, Herr Kessler. Schönen guten Tag. Ja, was können Sie mir denn zeigen? Wir stehen hier gerade vor unseren Abfüllanlagen und ich denke mal, alles Weitere sollten wir in einer etwas gemütlicheren Atmosphäre im Labor uns anschauen. Wo ist das? Da müssen wir gleich in die Richtung gehen. Und ich habe schon mal hier für Sie ein wichtiges Utensil, eine Schutzbrille. Denn Safety Sicherheit first. Geht an unserem Standort immer vor. In dem Sinne, gehen wir los. Ein Zusatzstoff namens AdBlue aus der Chemiefabrik reduziert also Schadstoffe im Abgasstrang. Aber wie funktioniert das im Detail? Was ist denn bloß AdBlue, Herr Klause? AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung, wobei AdBlue vom VDA, eine Marke des VDAs, ist. Das Verband ist der deutschen Automobilindustrie. Verband der Automobilhersteller in Deutschland, genau, in Berlin. Die sind sozusagen Wächter der Marke und die BASF ist ein Hersteller von mehreren. Und wir haben eine globale Lizenz zum Vertreiben und Vermarkten von AdBlue. Wenn AdBlue an Zapfsäulen verkauft wird, könnte man sich ja fragen, ist das genormt wie andere Kraftstoffe auch? Wenn sich etwas AdBlue nennen darf, muss es vorher vom VDA auditiert worden sein. Und hierzu gibt es ISO-Normen, die entstanden sind. Das ist die 22241 bis 3. Das ist für Sie wahrscheinlich nicht so interessant. Allerdings dort ist genau festgelegt, mit welchen Produktionsschritten, Qualitätsmaßnahmen Sie es zu tun haben, um das Produkt hinterher AdBlue nennen zu dürfen. Wie muss man sich denn nun die Wirkungsweise vorstellen, wenn AdBlue erstmal im Autotank ist? AdBlue hilft dabei, die Stickoxid-Problematik, die bei der Verbrennung von Diesel entsteht, die zu reduzieren. Das funktioniert wie? Also man tankt AdBlue in den Tank oder in einen speziellen Tank? Nein, AdBlue hat einen separaten Tank und den müssen Sie füllen. Von dort wird es in den Abgasstrom, also nach dem Motor, nach der Verbrennung, in den Abgasstrang eindosiert. Dort wird aus dem Harnstoff Ammoniak freigesetzt durch die hohe Temperatur des Abgases. Und das Ammoniak reagiert letztendlich am Katalysator, das nennt sich selektiver katalytischer Reduktionskatalysator. Sehr schön, kurz SCR. SCR gesagt. Und dort reagiert also der Ammoniak zusammen mit dem Stickoxid. Und hinten raus kommt Stickstoff natürlicher und Wasserdampf. Ist denn das AdBlue, was man aus der Zapfpistole bekommt, das gleiche, was nebenan im Kassenhäuschen im Kanister verkauft wird? Es ist grundsätzlich das gleiche Produkt. Der Unterschied ist hier, dass die Zapfpistolen ursprünglich für den Betrieb in LKW-Tanks designt wurden und die Passform für PKWs in der Regel nicht gegeben ist.
wenn so ein LKW AdBlue-Tank voll ist, ungefähr 50 Liter, wie lange kann der dann fahren, bevor er nachtanken muss? Es gibt so ein paar Daumenwerte. Letztendlich muss man das mit jedem Hersteller selber schauen, weil das hängt sehr viel mit dem individuellen Motormanagement zusammen. Allerdings ist es meistens so, dass man zwischen 3,5 und 5% vom Dieselverbrauch als AdBlue-Verbrauch annehmen kann. Sie sagte eben, dass AdBlue eine wässrige Harnstofflösung ist. Bei Wasser denke ich im Winter immer gleich an Eiswürfel. Gefriert AdBlue nicht im Tank? Ja, grundsätzlich gibt es einen Gefrierpunkt bei minus 11 Grad, der ist so auch bekannt und in der Norm vorgesehen. Und aus dem Grund hatten eigentlich alle Motorenentwickler oder Abgassystementwickler daran gedacht, Heizungen zu verbauen, die automatisch aufheizen, sobald die Temperatur einen gewissen Minuspunkt erreicht. Und eigentlich sind alle Tank- und Zuführstrecken mit Heizspiralen in der Regel vorgesehen. Wenn man in die Zukunft sieht, so 5 bis 8 Jahre, wird AdBlue uns dabei begleiten? Also Stand jetzt ist also die SCR-Technologie, die immer Zusammenspiel hat mit AdBlue, die ist aus unserer Sicht das zukunftsweisende Modell. Und da wird auch in den nächsten Jahren nicht viel Neues auf dem Markt erscheinen, weil es eine sichere und einfache Lösung ist, Stickoxide zu reduzieren. Sicherlich kann man auch auf anderen Methoden Stickoxide reduzieren, die allerdings wesentlich teurer, möglicherweise auch gefährlicher sind. Also wenn ich das mal zusammenfassen kann, ist ja das, was wir früher als Auspuffrohr unter dem Auto vermuteten, inzwischen zu einer Chemiefabrik, ähnlich wie das, was man hier sieht, mutiert. Finden Sie das als Privatmann eigentlich gut? Also ich als Privatmann auf jeden Fall, weil ich denke, jeder von uns sollte was für die Umwelt tun und jeder kann seinen Beitrag leisten. Sicherlich gibt es erstmal die Entscheidung Benzin oder Diesel, und wenn man sich für einen Diesel entscheidet, dann stehe ich auch ganz klar dafür, dann sollte man auch die Technologie nutzen, die es gibt, um das Abgas möglichst sauber zu halten. Wunderbar. Herr Clausen, ich wünsche Ihnen noch weiter viel Spaß mit AdBlue und managen Sie dieses Business bitte recht erfolgreich. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Schlagzeilen werden derzeit eindeutiger. Der Diesel soll spätestens 2019 aus den deutschen Innenstädten verbannt werden. So, Herr Kessler, bei dir in Berlin gibt es ja auch die Umweltzone. Da habe ich doch hier ein schönes Wort. Da bist du. Zone, der Zoni. Zonen? Der Zoni. Aber Berlin eigentlich, oder? Wie sieht es denn eigentlich in Berlin aus? Ja, die Zone gibt es nicht mehr. Die Zone gibt es nicht mehr? Es gab früher mal eine SPZ. Gott sei Dank hast du heute mal rüber gemacht. Ja, ja, genau. Die haben mich rausgelassen. Früher ließen sie einen ja nicht raus. Und da gibt es jetzt Umweltzonen. Da wird man nicht reingelassen. Die Zone muss weg. Knapp 1,4 Milliarden Kraftfahrzeuge fahren über Berlins Straßen. In der Innenstadt seit 8 Jahren sogar nur noch grüne. Also solche mit grüner Plakette. Andreas, was muss denn mein Auto jetzt haben, damit ich überhaupt so eine grüne Plakette bekomme und in Berlin mit dir shoppen gehen kann? Wenn du ein Auto hast, was aus einer Gegend stammt, in der es keine Umweltzonen gibt, muss man den Fahrzeugschein bei einer AU-Werkstatt oder beim Kraftverkehrsamt vorlegen. Da wird dann die Schlüsselnummer geprüft und entschieden, ja oder nein. Das hört sich jetzt ein bisschen bürokratisch an. Vulgo oder populärwissenschaftlich dargelegt, wenn ein Benzinauto einen G-Cut hat, also einen geregelten Katalysator, gibt es grün. Und wenn ein Diesel die Euro 4 erfüllt, gibt es auch grün. Oder wenn ein Diesel Euro 3 mit nachgerüstetem Partikelfilter vorweisen kann, gibt es auch grün. Das war alles. Und wo ist denn der Unterschied zwischen Euro 4 und Euro 6? Da sind die Schadstoffgrenzwerte deutlich schärfer bei Euro 6. Also man kann sagen, ungefähr halbiert. Das ist natürlich ein bisschen zu schnell gesagt, aber die genauen Werte, die weiß ich aus dem Kopf auch nicht. Die kann man aber ohne weiteres beim Kraftfahrtbundesamt ergoogeln. Ergoogeln. Autopups muss da nicht googeln, Mensch. Aber wir reden ja jetzt bei dem Dieselskandal nicht über den Feinstaubwerte, sondern über die Stickoxide. Richtig. Als die Umweltzonen seinerzeit eingeführt wurden, da lebten wir alle in einer riesigen Feinstaubwolke.
Das scheint jetzt vorbei zu sein. Darüber spricht niemand mehr. Und deswegen wird jetzt die Stickoxid-Sau durchs Dorf getrieben. Im Zusammenhang mit Dieselmotoren, aber auch mit direkt einspritzenden Benzinern. Nächstes Jahr könnten selbst die Vorzeigediesel ihr blaues Wunder erleben. Dann nämlich, wenn eine neue Plakette kommt. Es gibt im Augenblick Umweltschutzorganisationen, die gerne möchten, dass die Plakettenverordnung auf blau erweitert wird. Blaue Plaketten werden dann aber nur Fahrzeugen zugeteilt, die besonders wenig Stickoxide im Abgas haben. Also blau ist quasi noch besser als grün. Wenn man so will, ist es noch besser, wenn es um die Stickoxide geht. Wer macht denn diese ganzen Vorschriften, Andreas? Es ist ja schon so ein bisschen Wirrwarr alles. Selbstverständlich ist das ein Wirrwarr. Die Umweltzonengesetzgebung, die basiert auf EU-Gesetzen. Da werden Luftreinhaltepläne gefordert und die Umweltzone ist eben immer ein Teil eines Luftreinhalteplans der jeweiligen Kommune. Berlin als Bundesland und Stadtstaat hat sich eben entschieden, die Umweltzone einzuführen und eben mit den Euro 4 Gesetzen, die es ja auch gibt im Zulassungsrecht, dann Plakettenfarben zu vergeben. Das machen so oder so ähnlich aber alle Umweltzonen, die es in Deutschland im Moment gibt. Ist denn die Luft jetzt hier bei dir in Berlin besser geworden durch die Umweltzone? Ja, viel besser. Atme doch mal tief ein. Ja, man merkt doch sofort die Berliner Luft. Wenn man natürlich hier an so einer stark befahrenen Kreuzung misst, wird man faktisch keinen Unterschied feststellen. Allerdings hat die Senatsumweltverwaltung ja Luftqualitätsmessstellen über die ganze Stadt verteilt. Und wenn man diese Werte als Basis nimmt, dann sind bestimmte Schadstoffarten tatsächlich geringer geworden, seitdem die Umweltzone eingeführt ist. Andreas, es gibt ja noch viele Fragen, die jetzt offen geblieben sind, aber eigentlich wollte ich mir mit dir ein bisschen so unsere Bundeshauptstadt angucken. Du wolltest mit mir doch Currywurst essen. Ach so. Berliner Currywurst. Genau, aber natürlich nicht an einer vielbefahrenen Kreuzung. Nein. Sonst bekommt der Ketchup nicht. Ja. Wir gehen jetzt schön zur scharfen Currywurst essen, ja. Während in Berlin noch Uneinigkeit über den Plakettendschungel herrscht, sind sich nach wie vor viele Medien in Sachen Dieselgate einig. Skandal, Betrug, verratenes Vertrauen. Moralisch verwerflich. Was sagt denn eigentlich so ein Ethiker dazu? Also wie kann man das bewerten? Ist das wirklich ein Betrugsversuch? Ist das einfach nur ein Versuch, die Vorschriften einzuhalten? Deswegen würde ich mal gerne von einem Ethiker wissen, was der dazu sagt. Wir nutzen die Gelegenheit, bei einer Studioaufzeichnung ein bisschen länger mit Talkgast Professor Dr. Jörg Althammer über Wirtschaftsethik zu sprechen. Wir Deutschen meckern ja gerne mal. Egal, ob der Depp vor uns beim Abbiegen mal wieder nicht blinkt oder der Trottel an der Supermarktkasse zu wenig Bargeld dabei hat und wir warten müssen. Zu ein bisschen Empörung kommen wir Deutschen ganz gut durch den Tag. Und da kommt doch so ein Skandal wie der um VW gerade recht. Endlich mal wieder so ein richtiger Aufreger. Und außerdem wussten wir doch eh schon lange, Wirtschaft und Ethik, das passt so gar nicht zusammen. Oder etwa doch? Das hoffe ich, können Sie mir jetzt hier beantworten. Professor Dr. Jörg Althammer, Sie sind Wirtschaftsethiker. Wirtschaftsethiker, was kann man sich darunter vorstellen? Sind Sie jetzt jemand, der in der Vorstandssitzung den Zeigefinger hält und sagt, so nicht, oder was ist Ihr Job? Das ist ein ganz interessanter Einwurf, den Sie hier bringen. Von Niklas Luhmann stammt ja der Satz Wirtschaftsethik, das erinnert ihn an den Begriff der britischen Küche, also ein Begriff von etwas, das es gar nicht gibt. Ist es eher eine juristische Geschichte, der ganze Dieselskandal für Sie? Oder also kommt da für Sie die Ethik gar nicht so zum Tragen, weil Sie sagen, es ist ein klarer Verstoß? Hier wurde tatsächlich gegen elementare Grundsätze unternehmerischen Handelns verstoßen, also ein klarer Rechtsverstoß vorgenommen und auch eine bewusste Täuschung des Käufers, des Konsumenten vorgenommen. Ist es denn wirklich so, dass diese Lüge, nenne ich jetzt einfach mal das Grundproblem bei dem Skandal, dass man angelogen wurde, ist das das Problem? Oder ist vielleicht auch das Problem, dass wir gerade gerne alle grün sind und besonders beim Umweltthema auch noch mal extremer zusammenzucken als bei anderem? Spielt das eine Rolle? Das spielt sicherlich eine Rolle, insbesondere nachdem es ja sich um einen Autobauer handelt, der aus Deutschland kommt. Und wir wissen, dass wir in Deutschland vielleicht ein besonderes Faible für Umweltthemen haben, zumindest in der politischen Diktion. Ob sich das dann immer im privaten Handeln so umsetzt, das sei dahingestellt. Eine besondere Bedeutung in diesem Fall besteht nun darin, dass es technisch durchaus möglich gewesen wäre,
diese hohen Sicherheitsstandards oder diese hohen Schadstoffstandards, die wir in den Vereinigten Staaten haben, einzuhalten. Dazu hätten aber bestimmte zusätzliche Maßnahmen in die Motoren eingebaut werden müssen, also dieser Einspritzer. Man geht davon aus, dass das ein zusätzlicher Kostenaufwand von ca. 100 bis 130 Euro pro Fahrzeug gewesen wäre. Und das Management war offensichtlich nicht bereit, diese höheren Kosten zu tragen. Und das ist eigentlich die für den Wirtschaftsethiker bedeutendere Fragestellung als nun die juristische Aufarbeitung des Falls. Sie haben mit Luhmann begonnen. Ich schließe jetzt mal mit Goethe und sage, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das klingt alles nach einem sehr weiten Feld. Man kann sich nicht so richtig entscheiden. Merkt auch langsam, dass man selber vielleicht mit in dieser ganzen Misere verantwortlich ist. Ich bedanke mich. Ich glaube, es gibt noch einiges aufzuarbeiten. Vielleicht kommt der ein oder andere jetzt auch mal auf die Idee, Sie hinzuzuziehen. Ich würde es mir wünschen. Dankeschön. So, das sind ja jetzt alles irgendwie so Fachmenschen. Fragen wir doch lieber mal die echten Menschen. Ja, wo wird sie jetzt überall die Dieselfahrer auftreiben? An der Tankstelle. Da, wo die Leute Diesel tanken. Bis zu 20 Cent Unterschied. Kein seltenes Bild an Tankstellen. Doch ist das der einzige Grund, dass Autofahrer auf Diesel setzen? Und vor allem, tanken die Leute trotz Dieselgate mit gutem Gewissen den günstigen Kraftstoff? Wir Deutschen lieben unseren Diesel. Fast jeder zweite Neuwagen ist ein Diesel. Aber warum ist das überhaupt so? Und ist das nach der ganzen Aufregung rund um den Diesel denn auch immer noch so? Ich bin heute hier an der Tankstelle und genau das will ich herausfinden. Sie tanken Diesel? Warum haben Sie sich denn Diesel gekauft? Darf ich da kurz nachfragen? Das ist ein einfaches Rechenprinzip Kosten-Nutzen. Und wenn Sie viel Kilometer fahren, dann fahren Sie eben günstiger. Weil mit diesem Auto sehr viel gefahren wird? Einfach wegen dem Verbrauch. Und ich habe ein Boot zu Hause und das steht auf einem Trailer. Und mit dem Trailer will ich dann auch ein bisschen irgendwo hinfahren. Und das Auto hat halt eben die richtige Leistung dazu. Und die gibt es halt mit einem Diesel, damit er halt einfach auch verbrauchsgünstig ist. Weil ich ziemlich viel fahre, so 35.000 Kilometer im Jahr. Und da ist das halt sparsamer. Weil es preisgünstiger ist. Weil ich ein Vielfahrer bin, im Jahr mit 60.000, 70.000 Kilometer. Wer hätte es gedacht, alle fahren Diesel einfach nur, weil es an der Tankstelle tatsächlich preisgünstiger ist und nicht jetzt, weil es umweltfreundlicher ist oder sonst irgendwas. Komisch, oder? Aber Sie haben das mitbekommen, dass es da so einen kleinen Betrugsfall gab mit den Schadstoffwerten. Fühlen Sie sich denn da irgendwie beeinträchtigt oder verärgert oder, ich sag jetzt mal, verarscht? Nee, ich mich selbst nicht. Aber sag mal, die Sache an sich ist halt eben schon eine schlimme. Ja, das habe ich mitbekommen, aber da hatten wir dieses Auto schon. Und da muss man dann halt gucken, was man das nächste Mal macht. Interessiert Sie nicht? Naja, ich habe das Auto und interessiert mich schon, aber es gibt kaum Alternativen. Ja, wie alle Verbraucher, die Dieselfahrzeuge fahren, fühlt man sich natürlich veräppelt. Warum? Meine Marke ist da nicht mit bei. Also ich habe mich schon geärgert, als ich es gehört habe. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt mein Auto nicht betrifft. Und von daher betrifft es mich halt jetzt nicht so. Und ich muss mich jetzt nicht so sehr darüber ärgern. Ich finde das ziemlich wild, was die da veranstaltet haben. Im Grunde genommen die Tests zu manipulieren. Und wenn jetzt andere Tests gemacht werden, die sich mehr am Fahrbetrieb orientieren als so im Labor, dann denke ich mal, müssen sie alle ein bisschen genauer gucken. Und dann hoffe ich, dass wir dann auch die Abgaswerte haben, die überall kommuniziert werden, die aber offensichtlich zumindest bei VW nicht den wahren Verhältnissen entsprechen. Würden Sie sich denn nochmal für einen Diesel entscheiden? Kann ich im Moment nicht sagen, weil das muss man dann halt wieder neu entscheiden. Ich würde mich wieder für einen Diesel entscheiden. Mein nächstes Auto wird auch kein Dieselauto mehr sein. Also Sie gehen wieder zurück zum Benziner, hatten Sie vorher? Elektro. Elektro? Elektroautos, selbe Betrug wie Diesel. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Festzuhalten bleibt, der Diesel läuft. Daran kann auch ein großer Skandal nichts ändern. Die Leute tanken Diesel, weil es ist momentan einfach preiswert. Und letztendlich denkt auch jeder nur an seinen eigenen Geldbeutel.
Aber wie sieht der Staat das? Abgasvorschriften werden schließlich nicht an der Tankstelle erarbeitet. Ja, die Vorschriften, die VW eingehalten hat oder nicht eingehalten hat, sind in den USA ein Problem, bei uns nicht. Wer macht dann eigentlich die Vorschriften? Ja, das Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt berät den Gesetzgeber bei seinen Gesetzgebungsvorhaben. Und das gipfelt dann möglicherweise in realistischeren Werten. Die Abgaswolke über Deutschland verfinstert sich ja gerade wieder etwas mehr. Und ich bin deswegen für Motordialog mal nach Berlin gefahren zum Umweltbundesamt und versuche jetzt herauszufinden, was die Mitarbeiter dieser Bundesbehörde eigentlich tun, um das Dunkel etwas zu lichten. Also wie die Beratungsabläufe funktionieren und wie das in die Gesetzgebung einfließt. Neben mir steht Lars Mönch. Er ist Fachgebietsleiter für Abgastechnologie, kurz gefasst. Inwieweit berät denn das Umweltbundesamt die Gesetzgeber, wenn es um Abgasgrenzwerte geht? Also das Umweltbundesamt versteht sich als wissenschaftlicher Berater sowohl der Öffentlichkeit wie auch der Ministerien. Und wir sind im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums angesiedelt. Die konkrete Mitarbeit bei der Gesetzgebung beschränkt sich also auf die wissenschaftliche Beratung, also das heißt die fachliche Beratung der Ministerien. Und auf der Basis dessen, was Sie hier erarbeiten, wird dann der deutsche bzw. der EU-Gesetzgeber zum Beispiel Abgasgrenzwerte festlegen? Nicht direkt. Die eigentliche Delegation bei den Verhandlungen, zum Beispiel in Brüssel oder in Genf, zu den Gesetzgebungen, wird natürlich durch die Bundesregierung geleitet, also durch die Ministerien. Und wir arbeiten im Hintergrund diesen Ministerien zu und machen entsprechende fachliche Beratung. Wer ist denn da sozusagen etwas schärfer, das Umweltbundesamt selbst oder die Politik? Also im Grundsatz müssen wir natürlich immer die anspruchsvollsten Grenzwerte vorschlagen, weil wir natürlich ohne Rücksicht auf die politische Konsensbildung können wir natürlich aus fachlichen Kriterien bestimmte Grenzwerte ableiten. Wenn Ihre Grenzwerte auf dem Tisch liegen sozusagen, wird sich wahrscheinlich so mancher in Wolfsburg, Stuttgart oder München die Haare raufen und sagen, wie sollen wir denn ein Auto bauen, was A, diesen Werten entspricht und B, dem Käufer noch gefällt? Also ganz so mit dem Haare raufen, das würde ich nicht unterschreiben. Also man muss dort auch eine Veränderung bei der Fahrzeugindustrie feststellen. Also es waren vor 20 Jahren regelrechte Grabenkämpfe zwischen den Vorschlägen, die wir gemacht haben und den Vorstellungen der Fahrzeugindustrie. Mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass die Umwelteigenschaften der Fahrzeuge ein zentrales Moment darstellen, auch bei der Entwicklung des Fahrzeuges. Und natürlich möchte die Fahrzeugindustrie immer ein gutes Fahrzeug bauen mit niedrigen Emissionen zu niedrigsten Kosten. Und wir möchten natürlich Fahrzeuge haben, die möglichst wenig verbrauchen und niedrige Schadstoffemissionen haben. Wir sind aber auch klar, muss man sagen, der Auffassung, Umweltschutz ist nicht für den Nulltarif zu bekommen. Jetzt sind wir ungefähr im Jahr 30 nach der Einführung des geregelten Katalysators. Es gibt Leute, die sagen, die Autos von heute sind eigentlich fahrende Luftfilter. Das, was die vorne einsaugen, ist wesentlich schadstoffbelasteter als das, was hinten aus dem Rohr rauskommt. Ist das so? Also unter ganz bestimmten Betriebspunkten und unter ganz bestimmten Verhältnissen ist es durchaus so. Also man kann zum Beispiel sagen, dass ein hocheffizienter Partikelfilter wirklich die Luft so gut reinigt, dass sie am Auspuff, naja, sauberer, vielleicht weniger mit Partikeln belastet ist als im öffentlichen Straßenraum. Jetzt ist es unglücklicherweise so, dass wenigstens in Deutschland Dieselkraftstoff an der Tankstelle billiger zu haben ist und die Wirkungsgrade von Dieselmotoren ja auch besser sind als von Benzinern. Sprich also, die verbrauchen weniger Kraftstoff. Das macht sie populär, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Die Zulassungsquoten bei neuen Autos liegen inzwischen deutlich über 50%. Das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, wenn Sie sagen, dass A, der Diesel extrem verantwortlich ist für Stickoxidemissionen und B eben trotzdem wie verrückt gekauft wird. Ja, das ist genau der Spannungsbogen, den Sie beschrieben haben. Der ist genau richtig. Der Dieselmotor hilft uns teilweise bei der Erreichung eines niedrigen Energieverbrauchs, aber auf der anderen Seite ist er eine der größten Schadstoffquellen. Und die Aufgabe des Gesetzgebers ist es, jetzt ganz aktuell insbesondere Schadstoffgrenzwerte festzulegen,
die dafür sorgen, dass die Dieselmotoren insbesondere im innerstädtischen Bereich deutlich weniger NO2-Emissionen verursachen. Und der europäische Gesetzgeber arbeitet dort schon langjährig an einer solchen Gesetzgebung, und entsprechende Grenzwerte wurden auch im Herbst 2015 festgelegt. Die sogenannten RDE-Grenzwerte. RDE heißt in diesem Fall Real Driving Emission. Okay, wir kriegen also in Zukunft zwei neue Prüfzyklen. Ja. Einer ersetzt den heutigen NEFZ, das ist der WLTP. Der CO2-Emissionen. Genau, und zusätzlich kommt eben noch der RDE-Zyklus, um die Schadstoffemissionen im Normalbetrieb zu beurteilen. Richtig, Schadstoffe, Schwerpunkt, Partikelemissionen und NO2-Emissionen. Also Schlusswort von mir, das beste Auto ist eine intelligente Vernetzung der zur Verfügung stehenden Mobilitätskonzepte unter besonderer Berücksichtigung von Umweltaspekten. Ja. Auf jeden Fall, also das können wir unterschreiben. Herr Mönch, herzlichen Dank für diese ausführlichen Bemerkungen. Macht es gut. Neue Prüfzyklen und strengere Vorschriften auf dem Papier. Politisch gesehen offenbar die Lösung für geringere Emissionswerte. Da wir schon mal über die Verbrauchswerte sprechen, wir reden ja jetzt auch über die wirklichen, echten Real Driving Emissions. Das heißt im Prinzip, dass es um... diese englischen Wörter. Genau, geht das eigentlich, Abkürzung. Das heißt aber eigentlich, da sollen ja realistischere Werte rauskommen. Sehr schön formuliert, oder? Realistischere, nicht etwa welche, die auf zwei Stellen hinterm Komma der Realität entsprechen. Die kommen nur näher ran. Ich frage mich, wie man das testen soll. Also jeder fährt ja anders, die Jahreszeiten sind anders. Wie man das machen soll? Naja, man wird wahrscheinlich versuchen, Vorschriften zu erfinden. Auch schön gesagt. Die das eben in die Nähe der Realität heben, also sprich die Regeln verändern. Ich kann einmal noch fortlegen, weil die haben nämlich vor Jahren schon drauf gesetzt, mal diese Real Driving Emissions, dieses Messverfahren, also sich darauf zu spezialisieren. Zu und definieren das, überhaupt. Ja. Definitionen zu den Real Driving Emissions finden wir im Ford-Forschungszentrum in Aachen. Hier wollen wir auch herausfinden, wie realistisch diese Werte tatsächlich sind und was eigentlich genau gemessen wird. Es geht vor allem darum, es sollen CO2-Werte reduziert werden, das heißt der Verbrauch gesenkt werden. Auf der anderen Seite sollen aber auch Schadstoffe wie NOx reduziert werden. Und genau da klafft die Schere auseinander. Denn wenn ich den Verbrauch senke, kann ich nicht gleichzeitig auch die NOx reduzieren, weil die bei höherem Verbrauch besser verbrennen. Das heißt, man hat zwei entgegengesetzte Interessen und die zu vereinen ist gar nicht so einfach. Ob das überhaupt geht und ob der Diesel dabei unter das Messer gerät, das wollen wir heute hier wissen im Ford-Forschungszentrum in Aachen. Herr Bartsch, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich mache noch mal ganz kurz deutlich. Wir haben auf der einen Seite die CO2-Reduktion, auf der anderen Seite die Schadstoffreduktion. Wie kriegt man das jetzt clever zusammen? Geht das überhaupt? Wir versuchen es. Ehrliche Antwort. Man muss dazu wissen, wie Stickoxidemissionen gebildet werden. Die werden im Verbrennungsmotor hauptsächlich im höheren Drehmomentenbereich gebildet. Und da kann man halt im Verbrennungsmotor innermotorisch über die AGR Abgasrückführungen entgegenwirken, wodurch dann die Verschlechterung des Kraftstoffverbrauches erzeugt wird. Und da, wie Sie beschrieben haben, existiert wirklich die Lücke zwischen NEDC, also zwischen dem CO2-Emissionen, die der Verbrauch des Verbrennungsmotors entspricht, und den Stickoxidemissionen auf der anderen Seite. Jetzt hat man ja mitbekommen, die ganzen CO2-Werte und die ganzen Schadstoffwerte, die werden ja immer weiter gesenkt von der Grenze her. Es müssen immer weniger Schadstoffe und CO2-Werte dürfen produziert werden. Das heißt, sie müssen hier in der Entwicklung auch sehr, sehr vorausschauend sein. Es ist wirklich so. Der Entwicklungsingenieur ist gefragt, halt neue Technologien zu identifizieren, zu erforschen und dann auch bis zu einem gewissen Maße auch in die Serie zu überführen. Und dabei müssen wir halt vorausschauend sein, weil wir sind relativ spät erst in der Entwicklung in der Lage, vorherzusehen, wo die Gesetzgebung wirklich die Grenzen hinlegt. Wir werfen mal einen Blick in die Zukunft. 2025, da ist dann Ford Deutschland 100 Jahre alt. Also kann man davon ausgehen, dass auch hier in Deutschland noch ein paar Fords über die Straße fahren werden. Aber wie sieht es denn aus? Wird auch Ford mit Diesel verbaut hier noch über die deutschen Straßen fahren? Ich gehe schwer davon aus. Ich glaube, dass der Dieselmotor seine Effizienz beibehalten wird. Eventuell, wir gehen davon aus, dass die Effizienz auch steigen wird, auch beim Dieselmotor. Wir werden mehr und mehr Hybridisierung sehen, auch beim Dieselmotor. Und es wird sich zeigen, ob das Antriebskonzept der Zukunft ein Diesel-Hybrid ist, ein Benziner-Hybrid
oder eventuell sogar alternative Kraftstoffe. Und Sie werden dann immer gucken, dass Sie einen Schritt voraus bleiben bei der Auf jeden Fall. Sehr gut. Sie sind ja hier nicht nur für die Forschung zuständig, sondern Sie sind ja auch dafür da, praxisnahe Dinge zu testen. Und eine Sache wollen wir jetzt gleich mal testen, und zwar direkt auf der Straße. Stichwort Real Driving Emissions. Was sich dahinter verbirgt und vor allem, was für eine Technik sich dahinter verbirgt, das klären wir jetzt mit Dr. Rainer Vogt. Wir stehen hier gerade schon vor einem Riesengerät, aber vielleicht klären wir erstmal, was heißt denn Real Driving Emissions? Was steckt denn da dahinter? Ja, Real Driving Emissions bedeutet, dass man die Emissionen in der realen Welt, also auf der Straße misst. Das heißt, dafür haben wir Messtechnik an Bord, die hochkompliziert ist, an der wir schon seit vielen, vielen Jahren, seit 10 Jahren arbeiten, um sie möglichst robust für die Produktentwicklung zu gestalten. Sie haben jetzt gerade so schön betont, real. Heißt das, ich weiß danach tatsächlich, was verbrauche ich oder was für Schadstoffwerte habe ich beim Fahren? Ist das wirklich so real oder ist das einfach nur, naja, nicht mehr Labor, aber auch nicht so wirklich Praxis? Wo befinden wir uns denn da auf dieser Spanne? Nein, das ist wirklich ganz real. Wir werden also schon in einem gewissen Rahmen eine Testprozedur durchlaufen, aber die findet im ganz normalen Straßenverkehr statt, das heißt also im städtischen Fahren, im ländlichen Fahren und auch auf der Autobahn bis zu 160 Stundenkilometern. Und das ist relativ real und ist eine sehr große Herausforderung für uns Hersteller, diese Messtechnik zu beherrschen und dann natürlich auch die Motoren dementsprechend zu entwickeln. Und dafür ist diese ganze Apparatur da. Ich sage mal so, man könnte sich jetzt als Privatkonsument nicht unbedingt immer in den Kofferraum reinstellen, zu sagen, ich gucke mal, was mein Auto so an Schadstoffen hat. Aber ist frei zugänglich, oder? Kann man sich theoretisch kaufen? Selbstverständlich können Sie im Prinzip von den verschiedenen Messgeräteherstellern solche Geräte kaufen. Das Problem ist, dass Sie wahrscheinlich nicht das Know-how haben, diese zu bedienen. Das stimmt. Deswegen verraten Sie uns doch jetzt einfach gerade mal, was sehen wir hier alles? Also genau. Was für eine Technik verbirgt sich hier hinter? Ja, zunächst einmal haben wir hier das Abgas, welches durch dieses Exhaust Flow Meter durchfließt, wo der Abgasmassenstrom bestimmt wird. Das heißt also, die Menge an Abgas wird damit gemessen. Das sind sehr empfindliche Drucksensoren, aus denen man dann den Abgasmassenstrom bestimmen kann. Als nächstes wird die Abgasprobe genommen, durch einen beheizten Probenahmeschlauch in das Fahrzeuginnere hier geführt und letztendlich in das Messgerät reingeführt. In dem Messgerät werden dann Stickoxide, also NO und NO2, mit Chemilumineszenz gemessen, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Ebenfalls ist hier ein Kohlenwasserstoffsensor noch verbaut, der mit einer Wasserstoffflasche als Brenngas betrieben wird. An welchen Fahrzeugen wird das denn gemessen? Ist das jetzt nur Diesel oder meinen Sie auch Benziner oder großes Stichwort der Zukunft Hybrid? Die Abgasgesetzgebung wird für Benziner, Diesel, Hybride, für alle Fahrzeuge gelten. Die Herausforderung ist zum Beispiel an einem Hybridfahrzeug, das ja phasenweise keine Emissionen mehr hat, eben halt auch diese Messtechnik und dann vor allen Dingen auch die Auswertemethoden anzuwenden. Wenn der neue Prüfzyklus dazu kommt, was passiert denn dann mit den Werten? Man hört ja immer wieder, oh, eigentlich sind es bis zu 7-mal mehr Stickoxide als in diesen Labortestbedingungen. Was passiert denn dann? Bricht dann plötzlich das Chaos aus? Bei einer Neuzulassung muss ein RDE-Test gemacht werden und diese Messergebnisse werden dann veröffentlicht, publiziert auf einer Webseite. Dann ab September 2017 gibt es einen Grenzwert in der ersten Stufe, 1,6-facher NEDC-Grenzwert plus Messungenauigkeit. Der bezieht sich dann schon auf die Real Driving Emissions oder Correct. Ist das noch der alte Laborwert? Nein, der Faktor 1,6 bezieht sich auf den Laborwert. Das heißt also, man darf, wenn man so möchte, 60% plus Messungenauigkeit mehr Real Driving Emissions, aber unter viel weiteren Randbedingungen als im NEDC erfüllen. Das ist eine extreme Herausforderung. Wir blicken mal in die Zukunft. 2025, haben wir dann wieder ein neues Messverfahren oder ist das jetzt endlich das Messverfahren der Zukunft? Ja, zunächst einmal sehen wir im Januar 2020 die Einführung der zweiten Stufe RDE, wo man auf der Straße unter allen Randbedingungen quasi die 80 Milligramm pro Kilometer erfüllen werden muss. Im Jahr 2025, denke ich mal, wird immer noch diese Gesetzgebung Bestand haben. Da kommt noch der WLTP dazu.
Aber im Wesentlichen sehen wir dann eine Flottendurchdringung von RDE Euro 6 Fahrzeugen und damit auch eine Lösung des NO2-Luftqualitätsproblems. Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Vorhaben, das da noch ansteht. Ich würde sagen, Sie forschen auf jeden Fall mal kräftig weiter hier bei Ford und dann schauen wir mal, was so die Politik tut, was so der Autofahrer tut und wo wir dann im Jahr 2025 eigentlich stehen mit unseren ganzen Schadstoffwerten. Elektrisch ist nämlich das, was in Zukunft auch den Diesel wenigstens teilweise ersetzen wird. Ja, aber jetzt gerade mal hier, unsere Jana, ja? Ja. Miss Zalando 2015 und 16, die wird sich ja ganz schön umschauen. 17 bitte. 17 auch, gut, wir sagen einfach mal 2020, Endziel 2020, Zalando aufgekauft. Wenn man jetzt mal auf die Straßen schaut, da fahren so viele Lkw rum, die fahren doch eigentlich auch alle mit Diesel, oder? Das würde ja auch die Logistik auf unsere Bestellhysterie, die da teilweise herrscht, mega Einfluss haben. Naja, also nehmen wir jetzt mal an, Dieselgate, irgendein Politiker möchte wiedergewählt werden und sagt, Schluss jetzt, ihr wird nicht mehr Diesel getankt, fahrt mit was ihr wollt, aber nicht mit Diesel. Benzin ist ja irgendwann auch mal dran, das sage ich euch jetzt schon. Tja, was bleibt denn dann? Man braucht irgendetwas, was die Räder dreht. Nach dem Abgasskandal gibt es ja viele Leute, die sagen, verbieten wir doch den Dieselmotor einfach, stoppen wir Dieselabgase. Leicht gesagt, bloß womit wird dann das, was als Logistik bezeichnet wird, befeuert? Bislang sind das nämlich Nutzfahrzeuge, die Dieselmotoren unter der Haube haben. Wir scheuen keine Kosten und Mühen und sind jetzt an der Mosel gelandet. Da gibt es einen Fahrzeugbauer, der beschäftigt sich mit der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, die ehemals Diesel unter der Haube hatten. Da rufe ich jetzt aber nicht an, sondern da gehe ich mal rein. Hallo. Ach, Frau Orten, wie schön. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Ja, sehr gerne. Kommen Sie mit. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Komischerweise in unseren umweltbewegten Zeiten gibt es auch keine Elektronutzfahrzeuge. Oder, Frau Orten? Herr Kessler, da muss ich Sie leider enttäuschen. Und zwar, das gibt's schon. Orten Electric Truck ist genau darauf spezialisiert, die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Elektroantrieb. Wie viele tausend Stück haben Sie denn schon gebaut in den letzten Jahren? Ja, 1000 Stück ist jetzt sehr groß gegriffen. Wir haben aber schon 100 Stück mit der Expertise von Elektrofahrzeuge Stuttgart umgerüstet. Wer kauft denn solche Autos? UPS ist ein super Kunde. UPS hat einen Stop-and-Go-Verkehr im innerstädtischen Bereich. Wir sind darauf konzentriert, dass wir eben 80 bis 100 Kilometer abdecken können mit unserer Batterietechnologie. Und da ist natürlich Paketzusteller oder auch Auslieferung von Stückgütern ist da ganz besonders interessant. Wir sitzen jetzt ja hier in einem ganz kleinen LKW, der auch elektrisch betrieben wird. Ein klassisches Kommunalfahrzeug, kann man sagen. Also wenn man jetzt Dieselmotoren im Hinterkopf hat und Kommunalfahrzeuge, denkt man an Tremo oder Multicar. Ist das ein Bringer? Also ist das was, was stark nachgefragt ist oder sind es die ganz großen LKWs? Also im kommunalen Bereich, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, man hat Grünzonen oder Gartenparks, die man entsprechend mit einem Service ausstatten muss, wo Kehrarbeiten anfallen, da ist so ein Fahrzeug ideal. Kommunen müssen vor allem eine Vorbildfunktion auch erfüllen. Kommunen haben das Problem mit den CO2-Werten. Die Kommunen werden regelmäßig verklagt. Es wird immer teurer, immer kostspieliger, weil diese Normwerte, die sehr stramm sind, nicht eingehalten werden. Dementsprechend braucht man hier eine Alternative. Dabei wird es ja wahrscheinlich nicht bleiben. Wenn man die Entwicklung in der Umweltpolitik weiter fortschreibt, dann ist irgendwann der Dieselmotor ja gänzlich ausgeschlossen. Also man wird dann mit Dieselfahrzeugen, möglicherweise auch überhaupt mit Fahrzeugen, die einen Verbrennungsmotor unter der Haube haben, gar nicht mehr in Metropolen, Regionen einfahren dürfen. Im Nutzfahrzeugverkehr könnte das dann natürlich Versorgungsschwierigkeiten verursachen. Wenn man eben mit einem Nutzfahrzeug, mit einem Lieferfahrzeug nicht mehr an den Einzelhandel herankommt, dann kriegt er auch keinen Nachschub. Da haben Sie ja was im Portfolio. Ja, da können wir auf jeden Fall mit dienen. Und zwar haben wir was sehr Spannendes, sehr Interessantes. Einen umgerüsteten 7,5-Tonner, der bereits mehr Nutzlast aufweist als das Serienfahrzeug. Und wie das in der Praxis aussieht, gucken wir uns jetzt mal an. Wir stehen hier vor einem
ehemaligen, kann man fast sagen, Atego Mercedes. Der Mercedes-Stern ist weg. Dafür gibt es jetzt hier einen Ladestecker. Das sagt mir, dass da ein Elektromotor unter der Haube ist und der Diesel mit seinem Getriebe raus. Mögen Sie den Diesel nicht, Frau Orten? Ja, der Diesel. Der Diesel hatte seine Berechtigung. Betonung liegt auf hatte. Super Erfindung, war sehr hilfreich. Jetzt ist die Elektromobilität am Start. Und das ist auch die Zukunft. Hier sieht man dann auch schon, wie der E75 AT geladen wird. Ganz einfach mit Stecker. Das ist die Wallbox. So sieht Tanken der Zukunft aus. Als der Diesel noch drin war, hatte er auch seine Dieseltanks und hatte eine Reichweite von irgendwas zwischen 600 und 800 Kilometern. Wie viel kann der jetzt fahren, bis er wieder an die Steckdose muss? Also wir sind darauf spezialisiert, im innerstädtischen Bereich Elektromobilität anzubieten. Und erfahrungsgemäß reichen ja 100 Kilometer am Tag. Also die Tagesstrecke ist ungefähr 100 Kilometer. Und dann muss er vollgeladen werden. Dafür brauchen wir 3,5 bis 4 Stunden. Also es geht recht schnell. Und Zwischenladungen sind auch sehr willkommen. Also wir können auch mal anhalten, eine Stunde zwischenladen. Das ist für die Batterie Lebensdauer auch sehr gut. Die Batterien sind ja ordentlich schwer. Und wer sich ein Nutzfahrzeug anschafft, insbesondere so ein relativ großes, der fragt ja nach Nutzlast. Und wenn ich die halbe Nutzlast schon mit Batterien verballere, dann bleibt eben wenig für die Ladung übrig. Wie gehen Sie mit dem Problem um? Ja, das ist also das perfekte Beispiel, wie man damit umgehen kann. Wir haben hier 30% mehr Nutzlast als beim Serienfahrzeug mit Dieselantrieb durch einen Leichtbau. Also wir verwenden eine Leichtbaumethodik, die eben ein starkes Einsparpotenzial bezüglich der Nutzlast hergibt. Das hat aber erstmal nichts mit der Umrüstung von Diesel auf Elektro zu tun, sondern man könnte theoretisch auch einen Diesel-Lkw entsprechend umrüsten und auch einen Nutzlastgewinn erzielen. Genau, also es ist eine Leichtbauweise. Eine Technologie, wo ich einfach Nutzlast mit raushole, indem ich das Gewicht des Fahrzeugs, das Gesamtgewicht reduziere und dadurch mehr Möglichkeit gebe, das Fahrzeug entsprechend zu beladen, um die zulässige Gesamtmasse entsprechend auszuschöpfen. Wer will denn sowas haben hier, so einen E75 AT? Ja, der E75 AT ist ganz spannend für alle, die bereits 7,5 Tonner im Bestand haben. Also wenn ich so ein Fahrzeug habe, bringe es vorbei, ich rüste es um, beziehungsweise das Ortenteam und dann habe ich ein Elektro-LKW da stehen. Das ist natürlich für Fahrzeuge, die im innerstädtischen Bereich tätig sind, natürlich ganz toll. Was muss man in die Hand nehmen? Also wie viel Prozent des Wagenwertes wird nochmal zusätzlich fällig, bevor er elektrisch fährt? Ja, also grundsätzlich ist die Elektromobilität ca. doppelt so teuer wie die Dieselantriebstechnologie. Das muss man einfach mal vorne hinweg sagen, durch die Batteriekosten einfach. Die sind sehr hoch. Also man muss mehr Geld mit in die Hand nehmen. Also es ist nicht möglich, aktuell auf gleichem Preisniveau wie bei einem Dieselfahrzeug zu kommen. Werden wir mal konkret. Ich habe einen Atego, noch mit Mercedes-Stern. Ja. Sie bauen den Motor und das Getriebe aus und einen Elektromotor mit der entsprechenden Peripherie ein. Den Motor und das Getriebe kann man ja wieder verkaufen. Ja. Was muss ich ungefähr in die Hand nehmen? Eine Hausnummer. Ja, also eine Umrüstung fängt grundsätzlich, ob Transporter oder LKW, bei 85.000 Euro an. Mhm. Ja, und da reden wir wirklich nur von Elektrifizierung. Das Auto müsste ich also schon mitbringen. Genau. Wer hat da jetzt, außer den Paketdiensten, die vielleicht mit Umweltzonen hadern müssen, sonst noch? Wer hat da Interesse? Ja, mittelgroße oder sehr große Speditionen, die sind natürlich für uns sehr interessant, weil die müssen irgendwie auch die Lebensmittel von A nach B bringen und müssen in die Innenstadt fahren, also Spediteure, Speditionsunternehmen, Paketzusteller, auch Auslieferungen von größeren, sperrigen Möbelstücken, die halt zu Bewohnern der Innenstadt müssen, die ausliefern müssen. Also da gibt es einige und auch weiteren Kommunen. Also es gibt zum Beispiel Kanal-Service-Fahrzeuge, die im 7,5-Tonnen-Bereich angesiedelt sind. Wir bieten die auch Busse umgerüstet an. Für Bürgerbusse auch spannend. Also das ist auch weiterhin ein Produkt, was auch für Kommunen interessant ist. Aber wie gesagt, auch für Spediteure. Konsumgüterunternehmen legen zunehmend Wert darauf, dass ihre Produkte, ihre Marke mit einem E-Fahrzeug gefahren wird. Also auch da ist natürlich ein großes Interesse. Wo liegen da die Kostenersparnisse? Ja, indem ich mit dem Fahrzeug zusätzliches Einkommen generieren kann. Also ich kann Strecken fahren, die sind mir mit einem Dieselfahrzeug gar nicht möglich zu bedienen. Also mit dem Fahrzeug kann ich in die Innenstadt reinfahren, kann Nachbelieferungen machen, es ist fast geräuschlos. Also ich habe ganz andere Möglichkeiten des Einsatzgebietes gegenüber einem Verbrennermotor. Sie haben also die Möglichkeit, Aufträge anzunehmen, die der dieselbefeuerte Logistiker aus Umweltauflagen ablehnen muss. Ja, oder wo er stark eingeschränkt ist. Ja. Okay, wo sitzt denn jetzt hier eigentlich der Motor genau? Ja, der Motor, der ist ganz gut versteckt. Der Man ist sieht ja unter nix. Dem Aufbau. Hier werden Sie nichts mehr sehen, hier ist alles entsprechend leer. Der Motor ist nicht mehr drin, das Getriebe ist ausgebaut. Das Innenleben wird Sie kaum noch an ein Dieselfahrzeug erinnern. Okay, gucken wir es uns mal an. Gerne.
Aha, was früher der Tank war, ist jetzt die Batterie. Sind das schon alle? Nein, das sind jetzt nur 50 Batterien. Hier oben sieht man dann auch die Batteriesteuerungsgeräte, Slaves. Das sind die Kästchen oben drauf. Die sind jeweils für 10 Batterien zuständig. Und das ist ein kleiner Ausschnitt. Wir haben insgesamt 126 Stück. Gibt also hier irgendwo unterm Bauch noch weitere 76. Genau, an der Seite sind die Kästen angebracht. Einmal rechts und einmal links. Links sind 3, rechts ist nochmal 1. Weil der braucht natürlich einiges an Batteriekapazität. Kann ich mir denken. Und wo gehen jetzt die orangefarbenen Kabel hin? Zum Motor nehme ich an? Genau. Und der sitzt? Unterm Aufbau, etwas versteckt. So, jetzt haben wir uns die Technik ja ein bisschen im Detail angeguckt. Ich würde ja gerne mal eine Runde fahren. Machen wir. Na los. So. Ja. Na dann. Jetzt können wir einfach Richtung Bernkastel fahren. Das ist auch eine sehr schöne Stadt, wo wir mit unserem E-Truck immer sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Tja. Wir kennen uns schon. Jetzt kann man auch richtig schön mal Gas geben, weil es eine 100er Strecke und da merken sie richtig, wie der zieht. Ja, er ist ja leer im Augenblick, also er hat ja keine Nutzlast. Ne? Genau. Das macht aber, natürlich macht es einen Unterschied, aber das ist jetzt nicht so, dass sie nicht mehr von der Stelle kommen, wenn sie voll beladen sind. Also unsere Erfahrungswerte zeigen da, dass das auch immer noch einen sehr guten Zug hat, das Fahrzeug. Und da sind die Kunden soweit im Testeinsatz immer sehr zufrieden gewesen. Man merkt wirklich sehr schön, dass ab einem bestimmten Tempo, jetzt fahren wir etwa 45, die Fahrgeräusche, alles was vom Antrieb kommt, locker übertönt. So, Frau Orten, Ende einer Dienstfahrt. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ich wünsche viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung und Vermarktung, aber ich nehme an, von Ihnen wird man noch hören. Danke. So, 2 Steinchen übrig. Heißt, mich würde auch mal zum Schluss noch interessieren, was passiert eigentlich, wenn man den Diesel jetzt mal rein hypothetisch vom Schachbrett nehmen würde? Also was würde für ein Szenario dabei rauskommen, wenn wir keinen Diesel mehr hätten? Und ich glaube, da kann mir eine Uni ganz gut helfen, und zwar eine für Technikfolgenabschätzungen. Hat der Diesel verspielt? Wurde er schachmatt gesetzt? Und wenn ja, was für Folgen hat das für die Mobilität? Szenarien dafür haben Wissenschaftler wie Professor Dr. Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzungen erforscht. Er galt lange Zeit als der König der Motoren, der Diesel. Erhaben über die Schadstoffwerte des Benziners und Hauptfigur in den Plänen rund um die Klimaziele. Doch nur ein einziger falscher Spielzug und Schach für den König der Motoren. Aber ist das auch wirklich das endgültige Schachmatt? Muss die Mobilität der Zukunft mit einer Spielfigur weniger auskommen? Diese Frage kann mir hoffentlich mein heutiger Interviewpartner, Professor Dr. Armin Grunwald, beantworten. Herr Grunwald, jetzt sind Sie am Zug. Können Sie überhaupt Schach spielen? Also ich könnte es so laienmäßig ein bisschen, aber ich glaube, ich kann andere Dinge im Leben besser. Also ist kein Einstellungskriterium hier beim Institut. Sehr gut. Sie haben aber auch ganz andere Aufgaben, nämlich den Blick in die Zukunft richten und Szenarien einmal ausmalen. Wenn wir jetzt spontan ein Meeting einberufen würden zum Thema Zukunft des Diesels, wie geht man denn da vor? Wie schafft man denn solche Szenarien der Zukunft? Wie kann man denn sowas überhaupt vorhersehen? Ja, wo würde man anfangen? Also man muss zunächst einmal die Komplexität der Thematik irgendwie begreifbar machen. Also Diesel ist ja eine Chemikalie, ein Stoff letztlich, aber Diesel ist eingebettet in eine riesen Infrastruktur. Ich meine, an der Zapfsäule nehmen wir Diesel raus und füllen den bei uns ins Auto ein, aber hinter der Zapfsäule ist ja eine riesige Logistikkette, eine Kette mit Raffinerien, mit Öltankern, mit Pipelines, die bis hin letztlich irgendwo in Saudi-Arabien oder Venezuela zu den Erdölfeldern führt. Auf der anderen Seite dann ist Diesel integriert in ganz viele Wirtschaftskreisläufe. Wir Menschen haben uns teilweise auch dann daran gewöhnt, dass es Diesel gibt und uns auch eben entsprechend eingerichtet. Also Diesel hat eine technische Seite bis hin zu den Rohstofflagerstätten, eine soziale Seite zu den Menschen hin. Und diese Komplexität muss man erst einmal im Rahmen einer, wie wir es nennen würden, Systemanalyse auch verstehen. Die ganze Automobilität verursacht ja leider, wie wir das in unserem Jargon sagen, nicht intendierte Nebenfolgen. Das sind Folgen, die man ja nicht will. Klimaerwärmung, CO2, Treibhausgase, die aber dummerweise
passieren, wenn ich Auto fahre. Ja? Wenn ich von A nach B fahre, dann will ich von A nach B fahren. Ich will aber nicht dafür sorgen, dass es auf der Erde wärmer wird. Nur dummerweise passiert das automatisch gleichzeitig damit. Und das kann auf Dauer nicht so weitergehen. Und deswegen gibt es hier durchaus, würde ich sagen, eine Pflicht für die Politik, Wege zu erkunden und dann auch zu fördern, wie man auf eine umweltfreundlichere, klimafreundlichere Weise eben die Mobilität erhalten oder eben auch entsprechend weiterentwickeln kann. Aber wir werden sicher zuerst die Stromerzeugung auf Erneuerbare umstellen. Das läuft ja schon auch recht erfolgreich. Dann wird man über Elektromobilität einen Teil auch der Autos auf Strom umstellen. Das ist ja nicht mehr Zukunftsmusik, sondern das haben wir ja schon. Ist das eine echte Alternative aus Ihrer Sicht? Im Vergleich jetzt zu Diesel, Benziner? Das Auto, so wie wir es als Auto mit Verbrennungsmotor kennen, und das ist egal jetzt, ob Diesel oder Benziner, hat bestimmte Eigenschaften. Die sind sehr angenehm und an die haben wir uns gewöhnt. Also zum Beispiel kann man mit einem modernen Auto 600, 800 oder 1000 Kilometer weit fahren mit einer Tankfüllung. Mit einem Elektromobil kommen Sie 100, 140 Kilometer weit und bei Gegenwind auch noch ein bisschen weniger, wenn ich das mal etwas überspitzen darf. Man kann ein Auto mit Verbrennungsmotor in wenigen Minuten auftanken. Ein Elektromobil müssen Sie stundenlang an die Leine legen. Und ich glaube, es sind eben nicht nur die relativ hohen Kosten von Elektromobilen, die einer Verbreitung, einer schnellen Verbreitung im Wege stehen. Es sind auch solche Eigenschaften, die uns ganz normale Autofahrer nötigen würden, unser Verhalten zu ändern. Und Verhalten ändern ist schwer. Wenn man mal zurückkommt auf das Thema Zukunftsszenarien, das ist ja genau Ihr Bereich, damit sind Sie jetzt gefragt. Szenario, wir nehmen den Diesel tatsächlich vom Schachbrett. Was würde passieren? Beziehungsweise ich ändere die Frage ab und sage Szenarien. Was würde passieren können? Was für Möglichkeiten gäbe es, wenn man es tatsächlich vom Spielbrett nimmt? Also damit meinen Sie ja vermutlich Deutschland, weil denn weltweit und so, es gibt ja keine Politik, die weltweit den Diesel vom Schachbrett nehmen kann, deutschlandweit. Dann hätten zum Beispiel die deutschen Autobauer, die Dieselmotoren bis jetzt im Angebot haben, Markt verloren. Ja? Die müssten dann mehr ins Ausland gehen mit ihren Dieseln. Aber im Ausland ist es auch teilweise ja nicht so leicht. Dass der Diesel in Deutschland so beliebt ist, hat ja auch mit einer gewissen Bevorzugung bei den Steuern zu tun. Also das sagt ja auch etwas aus, dass der Diesel eben nicht unbedingt der schwarze Peter immer war, sondern er galt ja auch mal als bevorzugenswert und deswegen hat er bei den Steuern da einen Vorteil. Ansonsten wäre es, sagen wir mal, im Gebrauchsautomobilmarkt ja letztlich kein großes Problem. Man müsste den im Straßenverkehr befindlichen Autos ja sowieso erlauben, noch bis zum Ende ihrer Betriebszeit zu fahren. Die Neukäufe von Autos, die würden dann natürlich auf Benziner oder Elektromobile hinauslaufen. Und dann würde der Diesel sozusagen im Laufe von 10 Jahren oder so weitgehend aus dem Automobilmarkt verschwinden. Aber wie sieht denn jetzt aus Ihrer Sicht die Mobilität von morgen aus? Diesel wie auch Benzin, die würde ich jetzt gar nicht groß gegeneinander in Konkurrenz setzen hierbei. Wir hätten beide über Jahrzehnte noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und alles Weitere ist sowieso Spekulation. Irgendwann kann es natürlich mal sein, dass Diesel ausstirbt, so wie die Dampfmaschine ausgestorben ist, also weitgehend ausgestorben ist. Aber das ist dann auch der Lauf der Dinge. Und dann wird man irgendwann ein Museum haben zur Dieseltechnologie. Ist auch in Ordnung. Das finde ich sehr schön, dass Sie sagen, alles Weitere ist Spekulation. Das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, am Ende, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es kommt einfach darauf an, wie sich der Diesel weiter positioniert und wer welchen cleveren Schachzug macht. Was fahren Sie denn eigentlich? Auch jetzt sagen Sie bitte nicht Fahrrad. Gelegentlich gerne, aber ja, ich fahre Diesel, aber zufällig. Zufällig? Also als vor ein paar Jahren Neuanschaffung anstand, hat es sich so ergeben. Also ich habe nicht gezielt nach einem Diesel gesucht, muss ich sagen. Leider. Keine wissenschaftlichen Auswertungen vorgemacht. Aber ich bin sehr zufrieden. Okay, vielen Dank für diesen Ausblick, Herr Grunwald. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. So, ich glaube trotzdem nicht, dass der Diesel irgendwann ausgedient hat. Der ist einfach im Moment gerade, was die Verbrauchswerte angeht, so gut. Ohne den schafft man ja die ganzen Vorgaben nicht, die ganzen Vorschriften. Nach wie vor ist ja der Umweltpolitik-Götze CO2. Und der Dieselmotor hat einen besseren Wirkungsgrad als alle anderen Verbrennungsmotoren und wird deswegen nicht vom Schachbrett genommen, denn anders kriegt man die CO2-Emissionen nicht klein.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche nach dieser ganzen Aufregung mal dringend Urlaub. Sag mal, was ist eigentlich dein größtes Auto? Vom Motor oder von der Länge? Kofferraum natürlich. Ach so, na, eine schöne fette S-Klasse. 560 Liter nach VDA-Norm. Reicht auch für die Ersatzschuhchen, Jana. Du willst echt mit dem Kessler in Urlaub fahren? Ey, soll uns doch nur fahren. Der hat einen langen Radstand, Jana. Du sitzt weit hinten. Ja? Du siehst ja wahrscheinlich gar nichts vom Fahrer. Na dann. Zum Wohl. Auf uns.